Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 837 und die heutige Folge ist auch wieder mal für die Consoleros gedacht mit der Xbox One und der PlayStation 4. Wir haben heute sehr viele Tierstallungen, wir haben ein bisschen Tor, wir haben ein bisschen Seemaschine und ein bisschen was für den Transport tun wir heute auch. Also von allem was. Wir fangen einfach mal an mit der einfachsten Geschichte und da stehen wir vor, das ist das Tor. Das Tor können wir aufmachen und das Tor können wir nicht nur an einer Stelle, sondern an zwei Stellen aufmachen. Nämlich einmal für den Fußgängerbereich. Schöne ist, dass es hier genau so gemacht ist, dass die beiden Sachen sich auch nicht im Weg sind. Das heißt also, ne? Ihr seht, ich kann die Tür aufmachen und die sind trotzdem, kollidieren die nicht miteinander. Also ein einfaches, schönes, kleines Tor. Wer sagt, das ist genau das Richtige, das sollte noch ran in meinem guten Shop. Der Knauf, ja, hätte vielleicht ein bisschen metallischer oder in einer anderen Farbe aussehen können. In so einem Weiß wirkt er nicht so, weiß ich nicht. Aber das ist mir eine Geschmacksfrage. Sonst hier die Gittergeschichten in den verschiedenen Arten und Weisen und feinmaschig und so, das sieht schon gut aus. Ich würde sagen, wir hüpfen mal rauf, gucken uns das Ganze an. Finden wir, glaube ich, unter Diverse. Da sehen wir das Tor, 990 kostet es. Und dann müsst ihr 2 Euro am Tag dafür berappen. Und das ist es dann in dem Sinne schon. So, jetzt kommen wir zur nächsten Mod. Die ist ein bisschen aufwendiger. Die besteht nämlich aus 12 Teilen. Nein, das ist falsch. Nicht ganz. Ich muss erstmal andere Lichtverhältnisse schaffen. Wir sind ja hier kurz vor Schluss gewesen. So. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen heller hier. Ja, wir stehen hier vor verschiedenen Anlagen. Und zwar fange ich mal an. Ich weiß den Unterschied nicht genau. Ich habe auf jeden Fall einmal eine Variante, die ist zur Haltung von Kühen, einmal eine Variante, die ist zur Haltung von Rindern. Ich bin jetzt hier, glaube ich, in der Rinder-Variante. Wir sehen hier draußen schön die Anlagengeschichten. Man sieht auch schön, dass man hier durchfahren kann, dass hier dementsprechende Tore sind, die aufgehen, dachte ich. So, ich kann nicht rüberhüpfen, weil ich bin zu hoch. So, laufen wir hier mal durch. Hier haben wir auf jeden Fall die Anschlussvarianten auch für Gülle und so. Na, ich war mir mal zuvor eigentlich. So geht das Ganze nämlich dann auf. Dann können wir ja auch in den Bereich rein. Ihr seht selber, wir haben hier noch einen schönen großen Bereich für Mist. Auch hier können wir auf die Wiese für die Kühe. Die ist auch relativ groß gehalten. Finde ich also schon mal sehr gut. Ne, ihr seht hier selber, sonst grafisch gesehen sieht das ganz ordentlich aus. Ne? Es gibt besseres, ja, es gibt fast immer besseres. Ne? Aber ich finde, hier in dem Sinne ist es soweit schon okay. Und wir haben in der Mitte hätten wir hier auch den Versorgungsweg gehabt. Das ist eigentlich der eigentliche Weg, um hier halt hinzukommen. Irgendwelche Trigger-Geschichten müssen wir mal gucken. Ich mache hier mal die Hilfe an. Und ihr seht, hier ist noch Tor schließen, aber auch Tiermenü. Und ihr seht hier kann ich die ganzen Rinder kaufen, aber die eigentlichen, die als Milchkühe deklarierten, das ist nämlich die, nee, gar nicht, hier sind alle drin, schwarz-weiß, nein, also hier sind, kann ich alle kaufen, ich weiß nicht, wo der Unterschied dann ist, wir gucken einfach mal, vielleicht ist drüben ja eine Einschränkung da, also das ist Variante 1, das läuft als Pack unter britisch, das heißt also soll britischen Stallungen nachempfunden sein. Und wir haben die in verschiedenen Varianten. Wir haben eine Variante, die habe ich noch da oben mitten ins Feld geklemmt. Hier ist das Tor nochmal. Das ist die andere Variante für Kühe. Die sieht auch ein bisschen anders aus von der Grundform her. Hier findet die Gülle-Geschichte auch ein bisschen anders Platz. Und ihr seht auch hier sind die Anlagen ein bisschen anders aufgebaut. Hier sieht das nämlich eher nach Milchproduktion aus. Und hier noch nach Zubehörgeschichten. Man kann hier Zwischentore zumachen. Hier ist der Bereich zum Melken. Hier ist auch Bereich zum Füttern dementsprechend noch mitgedacht. Ne, ihr seht selber, hier sind die einzelnen Boxengeschichten und die Tiere, hier sollen sie natürlich nicht raus, aber hier sollen sie raus. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier dann sozusagen tatsächlich der Milchbetrieb ist. Deswegen auch die Anlagen, dass die hier dementsprechend das machen können. Und ja, ne, sonst dementsprechend könnt ihr gucken. Ne? So, dann hüpfe ich hier einmal rüber. Wir haben nämlich noch weitere Anlagen hier. Das hier ist nämlich einmal der Schweinestall in klein. Auch hier hat man schön ein paar Möglichkeiten, wo die Leute hinher rum und weghüpfen können. Nein, wo die Tiere halt hin können. Ne, hier seht ihr selber, da können wir die Schweine kaufen. Es ist alles der gleiche Grafikstil. Ne? Es soll ja auch alles zueinander passen. Ne? Und daneben haben wir dann gleich die Variante, um Schafe dementsprechend zu halten. Hier haben wir auch den Futter- und Trankbereich sozusagen. Wir haben hier draußen dann auch die Möglichkeit, hier die Tiergeschichten zu machen. Und hier haben wir wahrscheinlich auch noch den Punkt, wo wir das Ganze dann abholen können. Ne? Hier die Gattergeschichte, ich weiß nicht, ob die aufgeht. Ich tippe mal,
Eher nicht. Aber hier hinten haben wir noch ein Tor, wo wir rein können. Hier, ne? Also, das nochmal. Dann laufe ich jetzt einmal rüber. Und wir gucken uns nochmal den etwas größeren, ich nuschel jetzt schon, den etwas größeren Schweinestall dann mal eine Runde an. Ich hüpfe mal rüber. Einmal über die Zuglinie. Einmal habe ich hier schön ein Feld hochkant gestellt. Und da sind wir schon. Also die Fläche gehört dazu. Hier seht ihr, Schweinestall hallentechnisch groß. Hier der Eingangsbereich, hier ein etwas größerer Auslaufbereich für die Tiere. Hier auch ein paar Möglichkeiten, wo sie sich irgendwie ne, rein verziehen können. Aber auch ein sehr großer Auslauf. Der Unterschied ist einfach, das eine ist glaube ich für 100 Tiere ausgelegt und diese Variante hier ist für 200 Tiere ausgelegt. Das ist der Punkt. So, jetzt die Hauptaufgabe. Ich zeige das Ganze natürlich im Shop. Wir blättern mal eine Runde durch und dann seht ihr das Ganze auch schon. Ich habe hier einmal eine Kuhhaltung, die kostet 300.000, 300 am Tag für 200 Tiere und einmal 150.000, 150 am Tag für 200 Tiere. Das hier ist Rinderhaltung, das hier ist wohl die Milchhaltung Tiere. Dann habe ich den Schweinestall normal, der kostet 60 am Tag für 100 Tiere und 50.000 kaufen. Wir haben die Schafschucht dabei mit Schafzucht dabei mit 50.000, 50 am Tag für 100 Tiere. Und dann haben wir dann nochmal extra hier den Schweinestall in groß, 200 Tiere, 120 am Tag. Das sind halt die Varianten und hier seht ihr auch, das ist die letzte Variante, wo ich stehe. Da habe ich immer kurz das Feld für versaut. So, aber ist eh eine Testkarte, deswegen ist das vollkommen egal. Ich hüpfe mal eine Runde weiter. Ne, falsch, ich hüpfe mal eine Runde sehr viel weiter, nämlich hier hin. Dann kommen wir nämlich nochmal aufs Feld und sehen, hier haben eine schöne John Deere Einzelkornmaschine hier vor uns. Ne, 175 Jahre, da steht es 2113 CCS, heißt das gute Stück. Ne, Vakuumeter, die Verteilungsgeschichte, die ihr hier seht. Ich hüpfe mal eine Runde drauf und falte es mal auseinander. So, N ist die Abdeckung öffnen, da habt ihr es, so. So super viel zu falten ist nämlich eigentlich gar nicht. Dann können wir hier den Saatmehl, natürlich Mais und so, das Einzelkornseetechnik ist logisch. Das ergibt sich daraus. Wir machen den Traktor einfach mal an und machen mal die Hilfe an. Und ihr seht hier in voller Pracht, wie ihr dann hier den Mais dementsprechend dann seht. Ne, Traktor muss schon ein bisschen was tun, weil die Maschine macht sozusagen alles auf einmal. Ihr seht die Scheiben, wie sie arbeiten. Ihr seht, dass die Anzeigen sowohl für Dünger wie auch für Saatgut da sind. Also hier wird richtig gut was getan. Ne? Also, ich mache mal den Helfer aus. Wir hüpfen hier mal eine Runde raus. Und da sind wir. So, ja, hier sehen wir es. Am Reifen sehen wir die Verschmutzungsgeschichte. Auch hier das leicht abgenutzt und sowas texturmäßig. Sieht das alles sehr aktuell aus und kommt auch alles gut rüber. Ich würde sagen, auch hier werfen wir mal gleich einen Blick in den Shop, gehen auf die Einzelkornseetechnik, gehen ganz ans Ende durch und ihr seht hier 4400 Liter. Ne? Eine der wenigen Maschinen bei Einzelkornseetechnik, die halt düngt, sät und gleichzeitig auch das Grubbern erledigt und das bei 6,80 Meter Arbeitsbreite. Wir brauchen eigentlich nur 180 PS, um das gute Stück zu bewegen. Also das ist sehr wenig bei der Arbeitsbreite und in der Kombination mit dem, was es alles dann an Arbeitsschritten macht. Ne, wie seht ihr die Scheiben, die gibt es in Normal, die gibt es in Wellenscheiben, das könnt ihr halt auch wählen. Und die Konfiguration ist halt mit und ohne Dünger, mit den Zusatzscheiben, mit und ohne beides oder wie auch immer. Das könnt ihr auch hier bestimmen. Also wer auf dem Bereich 6 Meter oder knapp drüber für bis 180 PS Traktoren auf dem mittleren Hof was für Einzelkornseetechnik tut und sich ein paar Arbeitsschritte sparen will, der ist hier natürlich genau richtig, ne? Kann man nicht anders sagen. So. Da sind wir gewesen und ich würde sagen, ich hüpfe nochmal, weil wir müssten jetzt eigentlich hier noch eine Runde zum Shop kommen. Genau, und da sehen wir auch schon die nächste Geschichte. Da sehen wir ihn schön, die ganzen Beschriftungen dementsprechend dran. Wir sehen schön die Verzurrung von der Abdeckung. Das sieht alles gut aus. Hier die ganzen Zusätze, hier die Plane an sich. Ne? Die sieht von den Texturen auch schön leicht angeknickert aus. Also nichts so ultra glatt, wirkt also schon ziemlich realistisch. Ne, auch sonst hier die ganzen Unterfahrschutzgeschichten und sowas. Kommt alles gut. Ja, wir haben hier nämlich einen Aufleger. Den finden wir natürlich schon unter Anhänger. Und da seht ihr es. Es ist ein Nevaz 9509. Der bringt 48.000 Liter standardmäßig. Ist in den Farben blau, habt ihr draußen gesehen, orange. Wir haben hier noch ein rot,
Und wir haben ja auch noch ein Grau zu kriegen. Wir können die Abdeckung aber auch weglassen, wenn man es nicht möchte. Ihr seht hier, die Abdeckung ist durch das Gestelle unterstützt. Und ich würde sagen, wie ich schon immer behaupte, ne, Abdeckung ja, nein. Wenn ihr die ohne nimmt, ist es natürlich besonders günstig. Aber selbst mit Abdeckung ist er noch sehr günstig, weil wir hier bei 48.000 Liter sind für 39.350 oder sogar, wenn wir die Abdeckung lassen, sogar für 34.350, also eine sehr günstige Geschichte und trotzdem ein sehr gut aussehendes Gerät. Ne? Also ich hüpfe nochmal eine Runde rein, ich mache nochmal, ihr seht selber, wenn ich die Abdeckung abnehme, die wird schön aufgerollt, sieht auch ein bisschen knickelig aus, aber das muss auch so. Ne? Schön mit den Halteösen seht ihr dann, hinten die Klappe, die geht leicht auf. Ne? Das ergibt sich aber auch so ein bisschen mehr, ihr seht mich extra Hydraulik, nicht so groß, ne? Er gibt sich durch den Winkel und ihr seht von der Hebehöhe auf die kleinste Scheune gedacht. Das ist natürlich ein Scherz. Besonderheit, die wir hier noch haben, ist, ne, dass wir die Hydraulik selber vorne drin haben. Die ist halt nicht drunter gebaut. Ne? Also eine sehr schöne Geschichte, auch mit dem Ersatzrad und sowas. Finde ich also schon sehr gelungen. Passt sehr gut. So, ja, und passt sehr gut, würde ich sagen. Das passt bestimmt auch sehr gut hier auf meinem Bild. So, weil mit diesem Bild sind wir, ihr ahnt es bestimmt, richtig, schon am Ende der ganzen Geschichte für heute wieder. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.